Am Adventmarkt hier in Innsbruck gibt es ein reges Treiben. Tausende kommen in diesen Tagen hierher, um im wunderschönen Ambiente der Altstadt die Adventsstimmung zu genießen. Dazu gehören auch Glühwein, heißer Punsch und die Gelegenheit, vielleicht ein paar nette Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Wer aber in dieser Zeit eher Ruhe will und den wahren Sinn des Wortes Advent zu erkennen sucht, der richtet am besten seinen Blick auf eine Krippe. Einige Meter entfernt vom Innsbrucker Adventmarkt bin ich hier am Adolf-Bichler-Platz bei der Jauffenthaler Krippe. Friedel Jauffenthaler hat diese der Stadt Innsbruck geschenkt. 28 bewegliche Figuren hat er darin eingebaut. Sie steht für mich für die Krippen, die auch bei uns jetzt hier in Tirol und darüber hinaus in den Weihnachtsfeiertagen in den Häusern aufgestellt werden. In einigen Orten gibt es sogar Krippenvereine. Interessierte finden dort Anleitungen für den Selbstbau einer Krippe. Viele wissen nicht, dass die große Krippentradition auf den heiligen Franz von Assisi zurückgeht. Dieser war vom Geschehen in der heiligen Nacht fasziniert. Der große Gott sucht die Nähe zu den Menschen und lässt sich durch das jüdische Mädchen Maria in einem einfachen Stall in diese Welt gebären. Franziskus wollte das den Menschen so nahe wie möglich bringen. Und so war er der Erste, der im italienischen Umbrien eine große Krippe aufstellen ließ. Hier bei der Jauffenthaler Krippe denke ich auch an Franziskus von Assisi. 1223 war er im Dörfchen Greccio bei Rieti. Dort wohnte sein Freund Johannes. Und er sagte zu ihm: Ich möchte die Erinnerung an das Kind von Bethlehem aufrechterhalten. Deshalb geh und richte alles so her, damit dieses Ereignis möglichst greifbar und schaubar wird. Johannes machte das, er inszenierte die erste Krippe in Greccio mit Heu, einem Ochsen und Esel, und Leute aus der ganzen Umgebung kamen herbei. Der Ordensgründer und seine Brüder begannen mit den Menschen vor dieser Krippe zu singen. Der Franziskus-Biograf berichtet von einer großen Freude, die damals alle erfüllt hat, besonders als Franziskus das Evangelium von der Geburt Jesu vorgesungen hat. Für diese Weihnachtstage wünsche ich uns, dass wir ein bisschen besser spüren. Es ist schön, an einen Gott zu glauben, der in einem Baby in diese Welt gekommen ist, um dir und mir zu sagen: Ich mag dich. Deshalb komme ich in deine Welt zu dir.